Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Ja, wir haben heute den 27. Januar. Der Rasenfreak ist noch ein bisschen heiser. Könnte eine Verkältung sein oder auch vielleicht gestern Abend die Party. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir haben ein... Wir haben einen fantastischen Morgen. Es wird ein fantastischer Tag. Samstag, der 27. Januar. Und ich werde heute hier weitermachen mit meinen ersten Aerifiziermaßnahmen. Ihr habt es ja schon auf Instagram gesehen. Die Fläche, die habe ich schon einmal mit meinen Kreuzspoons gelocht, um wieder Luft reinzukriegen in den Boden, um die Fläche natürlich auch ein bisschen abzutrocknen. Hier die Südkante, die muss ich noch komplett lochen. Das mache ich heute, aber ich werde euch am Mittwoch, am kommenden Mittwoch, werde ich ihn euch vorstellen. Yeah, da seht ihr ihn im Wohnzimmer. Hinter der Scheibe steht er, der Swordman Elektra 2.0. Swordman Elektra 2.0. Und Swordman ist tatsächlich zu uns gekommen und hat uns die Mäher wieder vorbeigebracht. Ja, wie cool ist das denn? Ich werde euch also am Mittwoch, am 31. Januar, den neuen Swordman vorstellen. Ich habe mir jetzt erstmal ein Stirnband geholt. Es ist doch noch ein bisschen frisch. Es ist doch ein bisschen frisch. Okay, gut. Holen wir den Aerifizierer raus. So, jetzt muss ich nochmal nachtanken. Ich hatte nämlich ein Problem mit meinen Kraftstoffleitungen. Der fing also hier an auszulaufen, der Kraftstoffbehälter. Bisschen rostig ist der ja auch schon. Hier, also völlig, kann ich mal zeigen hier, völlig poröse Kraftstoffleitungen. Na, kein Wunder, dass es da leckt. Zack. Die habe ich also mal erneuert und dann habe ich ihn angemacht. Dann habe ich gedacht, hey, da kannst du gleich mal eine Runde aerifizieren. Schadet ja nichts. Boden ist nicht zu weich. Zack, das war's. So, dass er nicht so ganz tiefe Furchen reinfährt. Und ihr wisst ja, Luft, Sauerstoff in den Boden rein, für die Mikroorganismen, für das Bodenleben, für die Wurzeln, für die Umsetzung der Nährstoffe und natürlich auch, um die Grasnarbe ein bisschen trocken zu legen, ein bisschen trockener zu bekommen, jetzt durch diesen wahnsinnigen Regen, den wir jetzt hatten, ist natürlich alles immer noch total aufgeweicht. Die ganzen Felder sind immer noch mit riesigen Teichen, hätte ich beinahe gesagt, mit riesigen Pfützen überdeckt hier bei uns in der Gegend. Also es ist Wahnsinn. Aber wir haben das Glück, dass wir hier so ein bisschen hoch liegen, dass wir hier nicht viele Probleme mit Wasser hatten. Zwar ist unser Bunker, unser kleiner Sandbunker, da ist vollgelaufen. Keine mal einblenden hier. Das war schon ziemlich dramatisch. Aber jetzt sieht es eigentlich wieder ganz gut aus. Also, eine erste Lochung, eine Winterlochung, wenn es nochmal Frost gibt, ist das natürlich auch sehr, sehr gut, weil dann dringt der Frost tief in den Boden ein und wenn es unten dann auch gefriert, dann bricht so unten ein bisschen so die Grasnarbe auf, das Erdreich wird so ein bisschen aufgebrochen durch den Frost, wenn es wirklich kalt wird nochmal. Und dann gibt es noch mehr Poren, noch mehr Risse im Boden und dann kann noch besser die Luft rein. Und dann ist das ein super Start für die Rasensaison. Könnt ihr auch mit dem Handaerifizierer machen, gar kein Problem. On, Choke. Ist er trocken hier? Ja, sieht gut aus. Oh, alles trocken. Ein bisschen Gas. Oh, er läuft. Wahre Wonne. Zurück. Okay.
Ja. Drehen. Absenken. Alles drin. Yeah. Komm, dich da ran. Ja. Ist gut. Geil, oder? Geil. Sehr schön. So, lieber Rasenfüchse, der wichtigste Teil ist jetzt gelocht. Das, was ich wollte. Da hinten, genau hier am Übergang. Hier habe ich ja jetzt ziemlich genau auf dem Hügel gelocht. Hier ist gelocht, da ist nicht gelocht. Das ist auf beiden Seiten relativ bräunlich, das Gras. Ob es da irgendeinen Unterschied gibt, ich lasse das jetzt einfach mal. Das kann ich immer noch später lochen. Mal so beobachten wir das so mal 2-3 Wochen. Wie sich das dann entwickelt, hier die Fläche. Zwischen gelocht und nicht gelocht. Ob das was gebracht hat. Ihr wollt hier mal Unterschiede sehen. Okay, kurzes Einstiegsvideo in die Saison. Danke fürs Zuschauen. Ach ja, da steht er immer noch.